Ja, und damit willkommen zurück zu Bioshock 2. Das Spiel ist mal wieder abgestürzt. Ich hoffe, heute haben wir mal mehr Glück. Jetzt bei einem Versuch bin ich nicht dazu gekommen, mit Little Sister hier beide Dingsbums zu sammeln, Adam-Leichen. Und das, obwohl sie direkt hier liegen. Clever. Du lässt sie arbeiten und kassierst das ganze Adam. Aber du bist ja eine Art stiller Verzeihung. Na, also soll's mir recht sein. Oha, der Vorhang geht hoch. Huch. Penner. Houdini-Splicer. Moment, war das gerade richtig? Ist das unsere Little Sister in der Big Daddy-Leiche? Das muss ich ja mal kurz überprüfen. Schaut mal, guck mal. Die ist in dem Big Daddy drin. Na komm her. Oh, wir sind Spider-Splicer. Zähe Bastarde, ey. Sammeln wir weiter, Kleine, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das sind so viele, ey. Boah, ihr Penner. Woher wissen die Splicer das überhaupt immer, wo wir sind? Komm her, Kleine. So. Leiche 1 haben wir auf jeden Fall. Meine Güte, was eine schwere Geburt. Ich hatte ja vorhin auch einen Intervall von einer Stunde, wo ich aufnehmen konnte ohne Probleme. Also von daher. Keine Ahnung. Was das Spiel mit hat. Es hat nie Probleme gemacht. Die ganzen ersten 9 Folgen nicht und seitdem nur noch. Ich höre. Einmal schön die Bohrerschelle. Das Genie Sophia Lambs liegt in ihrer Empathie, ihrer tiefen Moralität. Ich kann sie nur als eine Art weltliche Heilige bezeichnen. Aber indem sie ihr Mitgefühl gleichmäßig über die ganze Welt verteilt, kommt stellenweise so wenig davon an, dass mancher es nicht mehr wahrnimmt. Liebe ist als Begriff zu schwach dafür. Selbstverständlich ließ Ryan sie verhaften. Er übergab sie Sinclair. Der sollte sie irgendwo wegsperren. Aber sie floh und brachte die Stadt an sich. Das hat mein Leben für immer verändert. Ja, definitiv. Na endlich. Speichern. Es gibt einen Maulwurf hier. Einer meiner eigenen Leute hat Ryan Hinweise auf meine Aktivitäten gegeben. Wow. Jetzt werde ich eingesperrt. Als Religionsgemeinschaft haben sie uns bloß überwacht. Aber als politische Gemeinschaft wollen sie uns kreuzigen. Eine Ironie, die nur ein schwacher Trost ist. Und doch, Ryan wird es als letzter einsehen, aber er hat das Volk schon nicht mehr hinter sich. Wo man mich auch hinschickt, Rapture wird mir folgen. Da bin ich, naja, doch, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich hat sie recht, aber sie hat Rapture ja unter Kontrolle. Na, na. Brutzel. Britzel, brutzel. Na, kommen noch welche? Komm her, Kleine. So, dem Lüftungsschacht da. Altbewährt. Maximales Adam für maximalen Erfolg. Es ist hart, aber es geht um unser Überleben. Wir brauchen Waffen, um Sophia Lamb klein zu kriegen. Und Adam ist da die Währung schlechthin. Little Sisters, 1 von 3. So, einmal schnell speichern. Vater, dieses Adam, das du gefunden hast, enthält Erinnerungen von all den Toten hier.
Normalerweise kann nur eine Little Sister sie sehen, aber ich kann dir zeigen, was Stanley zu verbergen hat. Als Mutter fortgebracht wurde, übertrug man Stanley die Leitung von Dionysus Park. Er hat ihr gesamtes Geld verprasst, schmiss die irrsinnigsten Partys, so als würde er sie mit Gewalt ruinieren wollen. Okay, wir decken also ein bisschen auf, was der Kerl hinter an... Alles okay? Immer schön dranbleiben, Bruder. Finde den Rest der Sisters. Da ein bisschen Dreck am Stecken, wenn ich mir das so angucke. So, also die erste haben wir. Er wird die Little Sisters halt beseitigen lassen durch uns, damit das nicht ans Tageslicht kommt, was er hier gemacht hat. Aber wir kriegen es halt trotzdem mit, weil Eleanor es uns zeigt. So. Subject Delta ist nur eine Typenbezeichnung, Amigo. Ich habe mal für einen Artikel lange über dich recherchiert. Sie haben dich Johnny Topside genannt. Du hattest die Stadt im Alleingang gefunden in einer Tauchkugel. Echt ein Jammer, was sie mir gemacht haben. Johnny Topside. Keine Ahnung. So ein Name, der glaube ich noch nie aufgetaucht ist, ne? Wir werden überlegen, ob unser Charakter aus Bioshock 1 nicht Johnny hieß, aber das macht, glaube ich, aus zeitlicher Sicht keinen Sinn. Dr. Lam versucht, die Stadt zu übernehmen, indem sie die Kulturszene unterstützt. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Große Denker sollen sich an ihren Werken gegen Ryan aussprechen. Und das ist alles hier zu bewundern, in den Galerien im Park, in aller Öffentlichkeit. Lam nimmt noch nicht mal Eintritt. Und in Rapture ist das einfach eine Frechheit. Das ist, als würde man ein Nudistencamp aufmachen, wo alle nur Papsthüte und sonst gar nichts tragen. Huch. Wie lange bis Ryans Schergen hier einmarschieren können, dann kann ich... Ich muss so viel zwischen zwei Jahren. Ich bin so ein bisschen skeptisch bei dem Problem, die ich heute hatte. Huch. Nee, gehen man will ich gar nicht. Das passt schon so, wie es ist. Boah, ist ja schon irgendwie cool, ne? Mit deinem Isis Park, aber er ist ein bisschen undicht. Eigentlich müsste bei dem Wasserfall, der hier runterkommt, das Ding so hart volllaufen. Was ich mich frage, wenn das Ding die ganze Zeit unter Wasser stand, wo kommt die ganze Splicer her? Kleiner Tipp fürs nächste Mal, warn mich nicht vor. Nämlich nicht vorwarns, Kollege, nimmt das so ein bisschen die Überraschung. Wo stehen wir jetzt überhaupt? Hier. Also mit Blick in die Richtung. Was gibt's hier überhaupt? Egal, gehen wir mal rein. Ui! Ein bisschen fröstelig hier drin. Oh fuck, da ist ein Geschütz. Du löst keinen Alarm aus, du da hinten bitte auch nicht. Du bitte auch nicht. Wenn ich bitten darf, und in der vierten Ecke ist bestimmt auch eine. Naja, eine Galerie halt, ne? Gut gesichert. Gut gesicherte Galerie. Nur was verstecken sie hier? Ist hier die spannende Frage. Gucken wir uns doch mal um. Schmelzen sie hier mal ein bisschen rum und da mal ein bisschen rum. Shit, ich dachte, wir hätten noch Elektrobeute ausgerüstet. Deswegen habe ich das Ding geschmissen. Einen Automaten anzuzünden bringt natürlich nicht allzu viel. Liegt doch irgendwie mal was Cooles drunter? Naja, eine Voice-Nachricht. Ein neues Gesicht. Fontaine! Ich habe ein verdammtes neues Gesicht. Wer hätte das gedacht? Rapture, das Betrügerparadies. Ich muss meine Atlas-Stimme weiterentwickeln. Ich schätze, der Akzent liefert mir einen Vorwand, mich mit einer Pulle in einem Zimmer einzusperren und die Kohle zu zählen.
Jetzt ist der Krieg richtig am Toben. Und ich habe eine höllische Überraschung für Andrew Ryan. Hat lange gedauert. Aber ich schätze, der verlorene Sohn bucht jetzt gerade seinen Flug. Ach was, Fontaine, bevor sein großer Plan beginnt. Boah, ey. Die Nachricht von Fontaine scheint kurz vor Bioshock 1 gewesen zu sein. Weil es hieß ja, wir buchen unseren Flug, also der Protagonist von Bioshock 1 sozusagen. Interessant, mal aus der Perspektive Nachrichten zu bekommen, also aus der Zeit vor Bioshock 1 sozusagen. Das ist cool. Okay, Mundmund haben wir genug. Das kannst du mir mal wieder alles auffüllen. Dankeschön. So. Ist gut, außer dieser Nein. Ein Plasmid, da gab es ja nicht viel Cooles drin. Da ist sie. Schnapp sie dir. Ich hoffe, der Bodyguard ist kein alter Kumpel von dir. Ja, doch, aber den mochte ich nicht. Den mochte ich noch nie. Unsere Feuerexplosion gefällt mir. Na komm her. Nummer 2. Aus dem Teleport können die Houdini Splice aber auch nichts, ne? Ich wehr dich doch nicht. Du kommst nicht zu mir. Ich glaube nicht, dass sie das tut. MG-Action! Wow, da steht ein Big Daddy drin, das ist ja eklig. So, weiter geht's. Da ist das Spiel wieder abgestürzt, aber viel habt ihr nicht verpasst. Schaut mal. Da ist sie. Schnapp sie dir. Ich hoffe, der Bodyguard ist kein alter Kumpel von dir. Ah, alter Berufskollege, mochte ich aber die. Ich tue ihn nicht weh, ich will dich retten, seine. Hey, ja. Fast ein bisschen idyllisch, wenn man die mal so hochhebt, ne? Wenn es nicht so ein harter, grausamer Business wäre. Naja, wenn wir hier schon im Splicer-Bügel sind, kannst du parallel auch ein bisschen Adam sammeln. Fast. Teleportier dich nicht mehr weg, du Penner! Oh, diese Houdini-Splicer, ich hasse die! Hilfe! Die Spider-Splicer kriegen auch mit dieser Blitz-Boa-Kombo nicht ausgelockt, ne? Guck mal hier, Blitz! Achso, ja gut, der ist jetzt anderweitig umgefallen. Guck mal, Blitzbohrer juckt den gar nicht. Na komm her, Kleine. Komm her. Hey, alles gut, Kleine, alles gut. Keine Gefahr. Alles unter Kontrolle. So, immerhin durfte jetzt mal eine Leiche plündern, bevor das Spiel wieder abgestürzt ist. Mal sehen, wie lange es diesmal hält. Vor wo die zweite Leiche ist. Letztes Mal lagen sie relativ kompakt, also vermutlich die zweite ist möglicherweise auch hier oben irgendwo. Naja, sieht nicht so aus. Hier ist irgendwie... Oh, ab in die Haie. Was? Nein! Nicht ab in die Haie, wir haben noch viel zu tun. Wer braucht schon Waffen, wenn er einen Bohrer und nahezu endliche Auswahl an Plasmiden hat? Senkt den Preis für Plasmide deutlich, schränkt aber die Waffenauswahl auf Bohrer, Heckwerkzeug und Kamera ein. Nee. Das finde ich jetzt nicht so gut. Ich mag die anderen Waffen. Ryan,
Sicherheitsleute machen Dampf. Ich soll beweisen, dass Delan hier eine verkappte Kommune ist. Aber ich brauche Zeit. Und Lambs Kleine starrt mich dauernd an, als wüsste sie, dass ich ein V-Mann bin. Ich denke aber immer an diesen Johnny Topside. Gehörte schon richtig Mumm dazu, Rapture zu entdecken, wie es ihm damals gelungen ist. Es fällt mir leichter durchzuhalten, wenn ich mir vorstelle, ich wäre er. Also wir. Gut, dass ich damit nicht zu Lärm gehen kann. Die würde wahrscheinlich sagen, ich hätte das unbewusste Bedürfnis, in seine Arme zu sinken und mit ihm rumzumachen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich in den Armen von Johnny Topside. Phil, das ist schon mal gar nicht so schlecht, die Vorstellung, ey. So, Adam. Sammeln wir Adam, Adam. Speichern wir auch, ne? Hier ist kein Platz für Amateure. Wo Engel hinfallen, wachsen die Rosen ganz hoch. Was für Rosen? Bam. Kommt bestimmt auch keine Big Sister, wenn wir mit den drei Big Sisters durch sind. Woo! Woo! Alles explodiert und überhaupt. Finde ich gut. Lass nur meine Little Sister in Ruhe. Der darf nur einer wehtun, das bin ich. Mal gucken, wo wir die jetzt loswerden. Ist bestimmt irgendwo Lüftungsschacht. Da, sehr gut. Wir sind. Ah, Daddy! Ah, nein, nein! Wir sind der Bad Guy. Ist auch mal eine interessante Spielweise. Muss man ja auch mal beleuchten, Daddy. Boah, fast 500 Adam. Das bin ich. Ich habe Stanley zur Rede gestellt. Ich sagte ihm, ich würde Mutter erzählen, was er getan hat. Er bekam Panik. Er hat mich verschleppt und an ein Waisenhaus verkauft. Ich habe versucht, mich zu wehren und habe ihn in die Hand gebissen, aber... Vater, er ist der Grund, warum ich zu einer Little Sister gemacht wurde. Oh. Okay. Das ist eine sehr interessante Wendung. Das wirft ein ganz neues Licht auf Stanley Pole. Und dieses neue Licht lässt ihn nicht gut dastehen, wenn ich das mal so sagen darf. Adam ist Rapture Delta. Die größten Geister des Paradieses versammelt in einem einzigen grandiosen Mosaik. Eleanor. Denk an das Genie, das du ihr vorenthältst. Mit jedem gestohlenen Tropfen. Will die Eleanor mit dem ganzen Adam vollpumpen, oder was? Tja, du warst ein Tiefseeforscher mit Nerven aus Stahl, Kumpel. Die Öffentlichkeit hat dir den Spitznamen verpasst. Aber Ryan war sich sicher, dass du ein Spion wärst. Also haben seine Leute dich eingesperrt und haben deinen verdammten Namen ausgelöscht. Leb wohl, Johnny Topside. Hallo, Subject Delta. Tja, so schnell kann das gehen, ne? Wo sind wir jetzt überhaupt? Ich laufe gerade mit dem Pfeil hinterher. Wenn das alles vorbei ist... Und wir mit der Beute aus Rapture auftauchen, dann halten wir beide Hof, mein Junge, auf unserer eigenen Insel. Ich sehe es schon vor mir. Jede Weltmacht kommt auf Knien angerutscht, mit tonnenweise Geld im Gepäck. Er denkt immer nur ans Geld, ey. Der Sinclair ist genauso kriminell wie der Stanley Poe. Die sind beide kriminell. Ich mag die beiden. Obwohl Sinclair ist eigentlich... Er gibt sich ja Mühe, uns zu helfen, ne? Also muss man ja... Muss man ja würdigen, ne? Also er versucht ja seinen Beitrag zu unserem Sieg zu leisten. Das weiß ich auch zu würdigen. Weiß das... Stanley Pole, der ist, naja, ich weiß ja nicht, ne?